Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, heute ist es mal ganz anders als sonst, weil wir starten nämlich direkt schon mal in der Nacht. Das hat keinen anderen Grund, als dass ich zwei Sachen mit euch mal kurz machen möchte. Und zwar möchte ich einmal die edle Spitzhacke machen. Da haben wir auch alles für da, auch wenn wir danach nicht mehr viel Eisen haben, muss ich gestehen. Ich hoffe, ja. Viel habe ich ja davon jetzt nicht benutzt. Wieso habe ich jetzt die Gießkanne in der Hand? Die wollte ich eigentlich nicht haben, aber ist okay. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal die Spitzhacke verbessert. Dann gehen wir nochmal zu Bahari Bay. Weil ich nämlich mal gucken möchte. Ich habe jetzt extra mal auf einer Seite hier die Karte geöffnet, von der ich jetzt schon mal gesprochen hatte. Hier sind echt einige Leute immer wieder nachts unterwegs. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist kein gutes Gebaren, hier nachts um 1 Uhr einfach so Mutterseelen allein in der Gegend herumzulaufen. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit hier. Ich hatte mich auch so weit wieder leer gemacht, so da hinten. Ich musste es noch nicht mal markieren. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich kenne den Weg von da oben nämlich. Nur wenn ich von woanders laufe, dann wird das immer kritisch. Ah, ist das das, was ich denke, was es ist? Nee, ist es nicht. Es ist Kupfer. Aber das können wir auch mitnehmen. 3, 4, 5. Also wir haben jetzt 5-mal gebraucht, um den zu nehmen. Ich hoffe... Nee, der wollte hier mit der Spitzhacke so rumgelaufen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht hier die Viecher da weggejagt. Ich habe ja immer so ein schlechtes Gefühl dann dabei. Wenn mir einer entgegenläuft, weil... ne? Ich will halt niemandem irgendwie was Böses. Ich will jetzt auch nicht, dass die... Ach ja... Rassian, da ist also dein Unterschlupf. So. Also, laut dieser Online-Karte müssten wir dieses Erz hier finden. Da war ich schon mal des Öfteren, da habe ich noch nie was gefunden. Dann müssten wir das ziemlich genau, ich glaube, hier finden. Dann in den Pavelminen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich da drin. Da soll es auch noch mal was geben. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt erstmal, wo wir eine Markierung hinsetzen. Und es gibt noch einen Fleck hier oben. Moment, wo ist denn das jetzt? Das ist doch, das ist direkt hier drüber und dann nach links. Das ist jetzt leider stark vergrößert bei mir. Also hier, glaube ich, ist das. Da müsste es auch nochmal dieses Palium-Dingsbums geben. Dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich mal schauen, ob wir hier noch Eisen haben. wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist... das ist ach ja. Ich weiß, wie ich reinkomme, aber es müsste doch normalerweise noch einen anderen Eingang geben. Also man kann hier hochklettern. Da gibt es dann einen Eingang, der aber eigentlich sehr klein ist. Also nicht der Eingang ist sehr klein, das war jetzt blöd ausgedrückt. Sondern man kann da reingehen, aber man kann da nicht viel machen. War das jetzt hier? Ne, das war hier, glaube ich, oder? Irgendwo. Hier ist nochmal eine Brücke. Moment, bin ich jetzt hier? Ich bin jetzt an den Minen schon wieder vorbei. Jetzt bin ich verwirrt. Hätte ich da jetzt hochklettern müssen? Ich glaube aber, da kommt man nicht hoch, oder? Okay, da kommt man doch hoch. Hier ist ein Weg. Ich habe auch gerade was gehört. Ich weiß nicht genau, was es war. Das sind nur Motten. Ich wollte gerade sagen, die sehen so ein bisschen aus wie Vampire, also wie Fledermäuse. Ich wollte schon sagen, sind das jetzt Fledermäuse oder nicht? Ach ja, genau, hier war das. Hier liegt auch Angelkleidung, sehe ich jetzt gerade. Wir sind aber auf jeden Fall in den Minen drin. Und das ist die Richtung, in die ich gucke. Weil hier kann man nämlich runter.
gut, dass man keinen Fallschaden bekommt. Ich weiß aber nicht, wo wir da jetzt auskommen. Also hier, ich schätze mal, man muss hier vermutlich runterspringen, damit man dann hier auf den Ebenen vielleicht dieses Pallium findet. Ich weiß es nicht. Weil hier unten bin ich schon mal drin gewesen. Und da weiß ich, dass das, dass ich keins gefunden habe. Was natürlich nichts heißt. Weil, oh komm, willst du mich hier veräppeln? Ich hasse sowas, wenn man dann irgendwo ranspringt und doch eigentlich alles klappen sollte. Wo sind wir denn jetzt hier? Wenn, dann wohl in die Richtung, denke ich mal. Da geht's auch nochmal rum. Ne, da kommen wir wieder raus. Aber ich sehe hier auf jeden Fall nichts drin. Also entweder ist das tatsächlich oben drüber, dass das jetzt das Problem ist. Oder das ist so wenig und die Leute sind so immer wieder danach am Geiern, ja, dass man es deswegen nicht findet. Das kann natürlich auch sein. Ich nehme gerne Tipps von euch an. Also wenn ihr da irgendwas genaueres wisst. Ich glaube, das ist wieder das, wo ich hier abgestürzt bin eben. Wenn ihr da irgendwas genaueres wisst, dass man vielleicht einen speziellen Weg hier entlang gehen muss. Oder ob das tatsächlich oben drüber ist. Das kann natürlich auch sein. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil ich würde gerne mal wissen, wie dieses... Nee, jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder? Jetzt bin ich wieder an einem Ausgang. Ja. Ich würde gerne mal wissen, wie dieses Zeug aussieht. Kann ich natürlich nicht, wenn ich es nicht finde. Und ich weiß, dass ich durch diese Höhle hier schon mindestens zweimal komplett durchgeirrt bin. Und ich habe halt nichts von diesem Zeug gefunden. Ja, das ist doch kein Ausgang gewesen. Hier ist der Ausgang, glaube ich. Es würde mich wirklich interessieren, wie das Ganze aussieht. Wir versuchen es jetzt nochmal an der anderen Stelle. Das wäre dann ziemlich genau, würde ich sagen, hier. Das ist gut, weil da können wir hier einfach geradeaus und dann links durch. Ich schaue auch mal immer wieder zwischendurch, ob ich da jetzt irgendetwas sehe. Mein Eisen oder so wäre natürlich nicht schlecht. Vor ist aber auch nichts, ne? Ja, es ist halt blöd, weil man, wenn man nicht weiß, wie es überhaupt aussieht, wie soll man es denn jemand anderen zeigen? Hinzu kommt dann auch nochmal, dass ich natürlich jetzt nicht weiß, wie schnell es weg ist, weil ich gehe davon aus, dass es natürlich jeder haben will. Müssten wir hier im Endeffekt rum. Oh, die hatten wir auch schon länger nicht mehr. Können ja mal gucken, ob wir da ganz hoch kommen. Oh komm, ist das euer Ernst? Das ist doch Verarsche pur hier, oder? Dann gib mir mal ein bisschen... Ausdauer hier. Aber hier oben waren wir ja eigentlich schon mal, aber das dürfte nicht ganz genau die Stelle sein. Tatsächlich glaube ich eher, dass wir hier nochmal hoch müssen. Also nach dem Motto, besonderes Erz findet ihr nur an besonderen Stellen. Aber hier ist auch nichts. Ja, ich werde die Folge dann die Suche nach dem nicht vorhandenen Erz nennen. ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist dieses Erz tatsächlich nur ein Mythos. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte das links von uns sein. Also, theoretischerweise auf dem Kleinen. Also laut dieser Übersicht wäre es überall hier quasi.
Aber das sind Blumen, da kann ich nichts abbauen, oder? Weil das glänzt da so komisch unten. Hier wäre Eisen. Oh, das können wir nochmal eben mitnehmen. Also hier, das soll wohl so eine Art Steinbruch oder sowas sein. Vielleicht findet man die auch hier so drumherum. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind alles Blumen. Diese Dinger. Oh, was war das gerade? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Tja, es tut mir wirklich leid, dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir zumindest mal eine Stelle finden, wo es tatsächlich angezeigt wird, dass es dieses Erz gibt. Ja, und wo das Erz dann auch tatsächlich da ist. Ich weiß auch nicht, nach welcher Farbe ich gucken muss. Ich glaube, wir hatten. Nee, man kann es hier auch nirgendwo sehen, ne? Bei den Erfolgen und so kann ich ja auch nichts sehen. Behelfsmäßig gehört ganz mir. Was ist das denn? Ach du Schande, haben wir hier noch viele Rezepte, die wir noch. Ach du Schande! Okay, da haben wir noch einiges vor uns, was wir noch bauen können, sehe ich gerade. Ein Schwanz des Glücks. Da kann man nicht gucken, was das genau ist. Mein erster Goldbarren, ja gut, dafür müsste ich gucken, ob ich genug Gold habe. Jedes Mineral gehört mir. Ja, und genau das kann man sich natürlich nicht angucken. Ich möchte wissen, wie das aussieht. Also auf der Karte sieht das so ein bisschen. Ja, nicht Regenbogen, also so prismafarben aus. Also mit so hellblau, lila, etwas dunkelblauer. Aber ich habe sowas noch nie irgendwo in der Welt gesehen. Nicht ein einziges kleines Fisselchen. Und wir könnten jetzt als allerletztes, könnten wir jetzt theoretisch, wie kommen wir denn da rein? Nur durch den Weg, glaube ich. Könnten wir theoretisch mal hier gucken, weil, wie gesagt, hier soll noch was sein. Ne, Moment, es ist hier drin. Hier soll noch was sein und hier soll noch was sein. Bei meinem Glück werden wir das wohl nicht hinkriegen, da was zu finden. Aber ich gebe ja immer noch nicht auf. Ich werde jetzt mit euch mal hier rumlaufen und einfach mal hoffen, ja, dass wir vielleicht mal so ein kleines Ding hier finden, wo wir sagen können, ja, das ist das, was wir suchen. Ich habe schon wieder vergessen. Pralium, Dingsbums, Erze. Irgendwas mit P auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Was sind das hier eigentlich für Bäume? Da brauche ich wahrscheinlich diese Mega-Axt für, damit ich dann hier. Ich könnte das mal eben ausprobieren. Moment. Weil ich kann mir nicht vorstellen. Da kann ich gar nichts machen. Da kann man tatsächlich gar nichts. Gar nichts mitmachen, ne? Du hast auch Eisen drin. Ganz, ganz wichtig, oder? Nee, du hast kein Eisen drin. Was rede ich denn hier für ein Quatsch? Du da hinten. Ich glaube, du hast Eisen drin. Und hier rechts ist auf jeden Fall noch was drin. So, das nehmen wir natürlich auch mal eben schnell mit. Ich meine, warum sollten wir das jetzt liegen lassen? Nur weil wir. Braucht der hier so lange? Hallöchen. Mein 10 Eisenerz, ja, das ist toll. Aber warum braucht er so lange, bis man das hier gemacht hat? Wir sind jetzt bei dem. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir sind. Nochmal 3 Eisenerz. Aber ich bin ja über alles froh, was wir bekommen können. Wenn man sowas hat, sollte man doch immer mal ein bisschen höher schauen. Man sieht es hier auch schon wieder. Da sind dann auch noch mal so ein paar Eisenerzstellen. Wenn man Glück hat, sind die noch nicht abgefahren vorher. Hallo, ist gut. Oh nein, 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 nein. Ich kann. Boah. Blödes Mistvieh, ganz ehrlich. Ich habe den voll getroffen und trotzdem funktioniert es nicht.
Ne, hier oben ist gar keine Stelle mehr, sehe ich jetzt gerade. Na gut. Aber hier links habe ich gerade noch was gesehen. Kannst du einfach mal die Sachen einsammeln, wenn ich schon davor stehe? Ich glaube, der Server ist ein bisschen überlastet, wenn ich drauf bin. Könnte vielleicht an mir liegen. Ich bin mir nicht sicher. Übrigens, ich habe das nur... Was sind das hier eigentlich für Blumen? Ich habe das nur hinbekommen, weil ich ja meine Karte und so weiter und Inventar und alles nicht öffnen konnte in der letzten Folge. Ich habe es nur wieder hinbekommen, indem ich mich komplett ausgeloggt hatte und nochmal eingeloggt hatte. Anders ging es gar nicht. Also wenn ihr das mal habt, dass ihr Inventar nicht öffnen könnt, die Map nicht öffnen könnt und alles, dann tatsächlich nur mal kurz ausloggen und wieder einloggen, dann sollte es wieder funktionieren. Das sieht immer so schattenmäßig aus, als ob das Eisen ist und im Endeffekt ist es dann doch kein Eisen. Eine Sauerei hier. So. Theoretischerweise müsste hier... Nee, rechts von mir ist der Eingang. Okay. Da muss ich... Ja, du bist doch nur normales. Na gut. Da unten ist der Eingang. Und dann schauen wir mal. Also, wie kommen wir denn da... Ach, da kommen wir gar nicht so wirklich hoch. Ach du Schande. Okay. Hier ist erstmal nichts. Nee, du bist auch kein Eisen. Ich weiß, dass hier auch irgendwo eine Truhe ist. Die Frage, da oben können wir nicht hoch. Ja, dann wäre das wahrscheinlich genau da, wo wir jetzt draufstehen, wo eigentlich was sein sollte. Ja. Ich sag aber, bei meinem Glück, ne? Funktioniert das auch mal wieder nicht. Ja, spring bloß nicht da mal eben kurz hoch. Da müssten wir da irgendwie auf die andere Seite. Na, schaffen wir das? Das schaffen wir auf jeden Fall auf dieser Seite hier. Weil das ist ja dieses Mittelding. Wo ich jetzt gerade, glaube ich, keine Kiste sehe. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, hier wäre auch noch eine Kiste. Und ich habe die, meine ich, auch nicht. Da müssten wir quasi rüber. Kann ich da über den Fluss? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, ich habe die auch noch nicht eingesammelt. Ich war nur dabei beim Zugucken. Oder ich bin vielleicht doch mitgelaufen. Doch, Moment, ich glaube, ich bin doch mitgelaufen. So, hier haben wir leider auch nichts, aber das wäre hier in etwa das, wo wir hin müssten. Das heißt, wenn ihr hier in der Gegend unterwegs seid, könnt ihr mal schauen. Wahrscheinlich habt ihr genauso wenig Glück wie ich, aber wie gesagt, man kann es mal versuchen. Oh, das ist gut. Das wollte ich immer mal ausprobieren, ob man einfach davor knallen kann. So. Hier oben ist natürlich auch nichts. Ach, das ist so schade. Die sind es auch nicht. Ich denke mal, dass sie tatsächlich so eine bläuliche Farbe haben. Ich glaube, ich nenne das Video hier ist Paladingsbumserz nur ein Mythos? Fragezeichen. Weil es ist auch schon das dritte Mal, dass ich hier bin und ich habe, wie gesagt, noch nicht ein einziges Mal habe ich was davon gesehen. Klar, ich nehme mal an, die meisten sind so weit gelevelt, dass sie das holen können. Wissen mittlerweile die Stellen und werden dann entsprechend auch ständig hier sein, nehme ich an. Vielleicht spawnt das auch nur einmal die Woche, keine Ahnung. Kannst du vielleicht einfach mal nach unten gehen? Das finde ich doof, dass man nicht loslassen kann. So. Aber hier ist natürlich auch wieder nichts. Also von da oben kamen wir ja gerade. Da hätten wir theoretischerweise nochmal hochgekonnt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich bin da links hochgeklettert, meine ich.
Ja, genau. Ich bin hier und dann bin ich direkt links hoch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Probieren wir mal aus. Oh. Okay, da kommt man nicht hin. Warum nicht? Warum komme ich hier nicht hin? Ist hier irgendwie ein Geysir oder so? Aber man muss doch... Naja, ich habe es ja nicht geschafft von da aus. Obwohl, naja, eigentlich hätte ich von da... Ich bin ja von da oben ausgekommen. Komme ich auch jetzt nicht mehr hoch, glaube ich, oder? Dann hätte ich da vielleicht oben rüber fliegen können. Ich bin mir nicht sicher. Oh, geh bloß nicht das letzte Stückchen hoch, ganz ehrlich. So, theoretischerweise kann man hier nochmal hoch. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, doch hier oben war ich doch schon mal, oder? Von hier oben bin ich, meine ich, eben runtergesprungen. Obwohl, dann hätte ich die wahrscheinlich mitgenommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist alles so hell, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Nee. Ja. Ich glaube, diese Folge können wir komplett aus unserem Gedächtnis streichen. Wenn ihr natürlich einen Tipp habt, wo man das Zeug eventuell bekommt, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, weil ich würde es halt gerne mal wissen... Ach, da ist noch eine Chest. Ich würde es halt gerne mal wissen, wie es aussieht und ja, natürlich eventuell auch mal was davon holen. Wenigstens kann ich die Chest hier noch holen. Immerhin etwas. Irgendwas mit Piraten stand da gerade drin. Ich weiß es nicht genau. Ja, wir sind jetzt hier im Endeffekt überall drauf gewesen auf der Seite. In der Mitte könnte ich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen rüberklettern und mal gucken. Aber ja, es bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Ich würde sagen, wir machen einfach diesmal eine kürzere Folge. Also wie gesagt, hier sollte es eigentlich laut Internet überall sein. Ich habe es noch nie hier gesehen. Ich bin das dritte Mal oder so hier. Hier auch überall am Rumklettern und so. Jetzt sogar noch ein bisschen höher als beim letzten Mal. Und ja, nichts funktioniert. Hier können wir auch nicht reingehen, ne? Nee. Ja, dachte ich mir schon. Ja, es ist sehr, 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 sehr schade. Aber was soll man machen? Wie gesagt, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, dass das kein Mythos ist und ihr dieses Erz tatsächlich schon mal gesehen habt. Vielleicht wisst ihr auch, ob man irgendwas als Voraussetzung haben muss. Ich meine, ich habe das jetzt noch nicht gekauft mit der Spitzhacke. Obwohl, nee, Moment, da stand ja drin, dass man bei dieser Spitzhacke schon das Zeug abbauen kann. Also das kann es eigentlich auch nicht sein. Und wir konnten ja auch Eisen, wir haben ja sogar Gold geholt und wir können doch keine Goldbarren machen. Also daran kann es tatsächlich auch nicht liegen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so verzweifelt. Ich würde es halt gerne mal sehen. Ich würde gerne mal wissen, wie sowas aussieht. Vielleicht einen Screenshot mal davon machen, damit ich dann auch das in den Guide aufnehmen kann. Bisher, ja, ehrlich gesagt, bisher denke ich immer noch, dass es ein Mythos ist, dass dieses komische Erz existiert. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Bug. Und kann natürlich auch sein. Und ja, es war mal drin, ist jetzt nicht mehr drin. Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir aber wenigstens, wenn ihr nicht mehr genau wisst oder es nicht sagen wollt, wo ihr das gefunden habt, in die Kommentare, ob es das gibt, falls das mal einer von euch gesehen hat. Weil, wie gesagt, also ich bin total verzweifelt. Ich würde es gerne mal sehen, ich würde es gerne mal abbauen, ich würde gerne mal wissen, wie das komplett aussieht und alles. Aber ich kann es halt nicht, weil ich es nirgendwo finden kann. Lange Rede, kurzer Sinn, das hier ist meine frustrierende Folge. Hoffentlich die einzige, die mich sehr frustriert. Also ich meine, dieses ganze Gegrinde ist schon extremst nervig. Aber ja, das mache ich dann halt alles immer offline, deswegen kriegt ihr das alles gar nicht mit. Aber wenn man dann noch nicht mal das Erz hier irgendwo finden kann. Ich weiß auch nicht, falls es wirklich existiert, wie sieht's aus, wann kommt's wieder? Respawnt das vielleicht nur einmal am Tag oder so? Dann wäre es natürlich, ne, wenn es jetzt einmal komplett
abgeerntet worden ist, dann ist es irgendwie klar, dass das nicht da ist. Wenn ja, also wenn es nur einmal am Tag ist, wann kommt es immer? Morgens, abends, mitten in der Nacht? Vielleicht kann man es ja auch nur zu speziellen Zeiten abernten, dass man es dann nur sehen kann. Das kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, falls ihr da irgendwelche zusätzlichen Infos zu habt, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin komplett verzweifelt. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ganz speziell an alle, die wirklich bis zum Ende durchgehalten haben. Und ja, es tut mir leid, dass ich leider kein positives Ergebnis in dieser Folge hatte. In der nächsten Folge geht es dann wieder mit den Quests weiter und löse das zweite Rätsel. Was für ein zweites Rätsel? Moment, ich bin gerade am gucken. Suchen Sie nach dem Ort, an dem ein Gelehrter gehen könnte, wenn er Durst nach mehr hat. Ach so, das soll ich machen. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Entschuldigung. Ja gut. Das war von ihm. Na ja, gut. Und da muss ich dann erstmal... Ja, okay. Moment, hä? Ach so, ja, klar. Dann ist mit ihm das verbessert. Ja, das mit dem zweiten Rätsel. Gucken wir mal, ob wir das in der nächsten Folge machen können. Und... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bin gerade etwas angepisst. Ich hoffe, man merkt das nicht so sehr. Tierisch enttäuscht. Und wir sehen uns dann aber mit guter Laune in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. So, ich bin jetzt an einer anderen Stelle und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier finden könnte. Aber ich habe hier einen Geysir auf jeden Fall drin. Und damit kommen wir wieder nach oben. Das ist schon mal sehr gut. Ich springe jetzt einfach mal hier rein. Und laufe hier mal durch die Mine ein bisschen durch. Und schau mal, was es hier gibt. Was haben wir denn hier? Was zu essen? Hier ist nochmal ein Geysir. Und hier kann man... sogar rauslaufen. Ah, okay. Das ist cool. Schade, dass da eigentlich nichts drin ist. Aber das war schon ganz schön anzusehen hier. Gucken wir mal ganz kurz, was hier oben noch ist. Du sollst doch einfach nur springen und hier hochgehen. Mehr sollst du gar nicht. So, da kommen wir wieder hier oben dran, wo wir vorher waren. Okay. Hier ist irgendwas. Ein Pilz. Ah, das ist ein Pilz. Ein Pilz, wo wieder ein Käfer drin ist, den ich nicht fangen kann, weil der wieder abhaut. Wetten? Och, komm. Marienkäfer. Ich hab's geschafft, aber anscheinend hatte ich ihn schon. Schade, schade. Hier oben sieht man übrigens auch nochmal Reste. Anscheinend sind hier irgendwelche Minenarbeiter oder sowas mal gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ihnen zu gedenken wurden dann auch Kerzen aufgestellt. Ist schon ganz cool. Jetzt gerade. Aber das ist kein Erz oder so. Nee, von hier oben sind wir auch schon gekommen. Nee, aber das ist mal eine Ecke, die wollte ich euch mal zeigen, weil ich die hier ziemlich cool finde, von Optik her. Das ist jetzt einfach nur eine Aufnahme zwischendurch. Also wundert euch nicht, dass keine Ansage kam und nichts. Das ist tatsächlich einfach nur zwischendurch, dass ich eine Ruine entdeckt habe. Wir schauen auch noch mal ganz kurz hier vorne. Ob man da irgendwie reinkam. Ja, kam man. Ich muss mal wieder umschalten hier. Ah, hier ist noch mal ein kleines Versteck. Okay. Sehr cool. Schade, dass man mit diesen ganzen Verstecken, die man so entdecken kann, nichts machen kann.
Moment, hier ist noch eine Kiste. Haha. Wir haben eine weitere Kiste. Sehr schön. Aber das war es dann tatsächlich, was man hier machen könnte in der Ecke. Ich schaue hier vorne nochmal. Weil da war eben noch was am Blinken, glaube ich. Nee, das war nicht hier. Ja, es war, glaube ich, nur so eine Kerze. Ich weiß es nicht genau. Ich denke mal, das war nur eine Kerze. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort, den ich euch eigentlich nur mal eben zeigen wollte. Wie gesagt, wir sind jetzt im Moment hier unten. Wäre noch ein weiterer Ort gewesen, wo man eventuell diese Paladingsbums-Erze findet. Hier so ein bisschen drumherum soll es die geben, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich da überhaupt noch mal irgendetwas finden werde. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.